Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich dir. Hier ist wieder dein Markus aus Alanya. Und vielleicht, falls du die letzten Videos gesehen hast, wunderst du dich, was ich denn jetzt hier schon wieder mache. Ich war doch letztens erst am Flughafen. Und ja, tatsächlich, ich bin aber nicht weggeflogen. Ich bin hier in Alanya und freue mich, dir jetzt gleich diesen Ausblick zeigen zu können. Ich war gerade laufen, habe ein paar Videos gemacht und auch für die anderen Plattformen und habe mir gedacht, das muss ich dir jetzt noch zeigen. Und ich möchte auch nochmal ein wichtiges Thema ansprechen, gleich auf die Türkei bezogen, was sich hier nämlich wieder mal geändert hat, was viele vielleicht interessant finden. Einen wichtigen Punkt. Aber das zeige ich euch jetzt erstmal, was hier abgeht im Hintergrund. Oh mein Gott, und ich muss das erstmal zeigen im Hintergrund. Krass, die Skaterbahn ist weg. Hier war eine Skaterbahn. Scheiße, die haben sie komplett weggemacht. Wow, vielleicht kennst du die. Für mich ist das jetzt neu. Aber krass, ich drehe jetzt die Kamera, schau dir das unbedingt an. Wir sind hier in Alanya, ober am Strand. Das ist die Burg, die allbekannte Burg. Mega krass. Ist jetzt natürlich so ein bisschen dunkel das Ganze. Die Sonne geht jetzt unter, wir haben so grob 19.20 Uhr. Also wirklich schön. Und die Leute können hier richtig schön genießen, auf jeden Fall noch den Sonnenuntergang. Herrlich. Richtig cool. Ja, und hier die Skaterbahn, die nicht mehr Skaterbar ist. Richtig krass. Ja, werden sie auf jeden Fall machen, ganz sicher. Ich möchte hier nochmal ein paar Smalltalk-Erfahrungen quasi euch berichten, was mir letztens wieder mal aufgefallen ist und was ich hier in der Türkei halt richtig toll finde, was richtig schön ist. Denn ich bin letztens mit Kugi Gassi gewesen und ja, wie ihr wisst, in Alanya gibt es sehr viele Orangenplantagen und ich gehe dann so an den Straßen entlang, Feldwege entlang etc. Und da war jemand an der Plantage, hat geerntet sozusagen und ich gehe dann da vorbei und habe ihm Kolay Gelsin gesagt, also so sollen deine Hände nicht wehtun, so auf die Art. Und dann hat er sich bedankt und wollte mir Orangen mitgeben. Also richtig krass, richtig freundlich das Ganze. Also es gibt auch wirklich freundliche Türken. Ich weiß, in Deutschland, die Türken, die haben da eher so einen schlechten Ruf. Die gelten dann da eher so als Schwarzkopf und Kanaken und Verbrecher, sind alles irgendwelche kriminellen Typen. Sicherlich gibt es die, aber glaub mir, es gibt auch Deutsche, die kriminell sind. Oder auch andere Landsleute, sozusagen, ja. Und dementsprechend, das fand ich richtig cool. Und sehr freundlich auf jeden Fall, sehr aufmerksam. Und wenn ich mich so recht erinnere, in Deutschland, klar, gibt es keine Orangen an den Bäumen, sozusagen. Aber ich glaube, das ist dann schon eher die Seltenheit, dass du dich ja mit dem Hund rausbegibst und dann irgendwie, dass dir Freundlichkeit entgegenkommt. Also die letzten Jahre, als ich da war, kam mir das zumindest nicht so vor. Aber komischerweise, jetzt fällt es mir auch ein, als wir jetzt im April erst da waren in Deutschland, vielleicht hast du es mitbekommen, hey, komisch, wirklich, die Leute waren in Deutschland mega freundlich. Und ja, sogar auch die Preise in Deutschland fand ich echt überraschend günstig. Gerade bei, wenn du bei Aldi einkaufen gehst, überraschend günstig. Käse, was uns interessiert, super günstig. Viele andere Sachen natürlich auch. Mega. Also das, da war ich echt überrascht. Also nicht alles ist schlecht in Deutschland und aber auch nicht alles ist schlecht in der Türkei oder auch nicht alles ist rosig in der Türkei. Ja? Aber das war mal so eine Erfahrung seit langem, die ich auch wieder mal hier gemacht habe, weil jetzt anscheinend wieder Orangenplantage Blütezeit ist, ja, Erntezeit. Auf jeden Fall noch ein ganz wichtiges anderes Thema ist, weil viele ja immer wieder sagen, Markus, ja, Türkei ist teuer. Auf jeden Fall, Türkei ist nicht günstig, 100%. Und vor allen Dingen, was ist hier teuer? Die Autos, Leute. Autos sind extrem teuer. Und ich möchte dir nur ein Beispiel von mir erzählen, weil wir hier ein türkisches Auto gekauft haben vor knapp 3 Jahren, einen Neuwagen. Und der Neuwagen hatte einen Wert von grob 50.000 Euro, umgerechnet, ja. Und ich hatte dann mal vor einem halben Jahr ungefähr mal geguckt und der Wagen war dann so grob bei 45.000 Euro. Also schon ein bisschen Wertverlust, aber kein Vergleich zu den
Wertverlusten in Deutschland, wenn du dir ein Neufahrzeug holst. Okay, jetzt habe ich aber letztens wieder mal geguckt und ihr habt das vielleicht auch mitbekommen. Seit 7.8. gibt es ja Strafzölle oder Extrazölle für die chinesischen Neufahrzeuge mit 40% mindestens 7.000 US-Dollar. Und das hat anscheinend Auswirkungen auf den Gebrauchtwagenmarkt gehabt, weil ich habe mal bei Sahibinden geguckt, letztens erst vor ein paar Tagen, und habe natürlich unseren Wagen mal eingegeben, was so abgeht. Und der Wagen ist fast wieder bei 50.000 Euro mit der Kilometerleistung, mit den Daten, die wir so haben. Das finde ich krass. Also wieder kaum Verlust gemacht. Also mega interessant. Was noch gestiegen ist, und das ist für alle interessant, die vielleicht ein deutsches Fahrzeug hier reinfahren wollen und das dann umschreiben wollen auf ein türkisches Fahrzeug, also auf eine türkische Plakette, dass du das deutsche Fahrzeug, was du hier reinbringst auf deinen Namen, dass du das umschreibst auf Türkisch, damit du nicht wieder 2 Jahre später das Auto rausfahren musst. Und das ist krass, weil da kenne ich auch jemanden, der hat eine A-Klasse, eine alte A-Klasse von Baujahr, ich glaube 2011. Und der hat vor circa 2 Jahren ein Deposit, eine Kaution hinterlegt, das musst du nämlich machen. Da wird nämlich der Zeitwert in der Türkei von dem Wagen genommen und der ist ja viel höher, das Fahrzeug, das ist teurer, ja, als in Deutschland. Und dann waren das grob 5.000 Dollar, die er Kaution, Deposit hinterlegt hat, hat eine türkische Plakette bekommen, also Alanya-Kennzeichen 07. Und jetzt aber hat er vor, den Wagen eventuell zu verkaufen bzw. rauszufahren nach Deutschland. Dann bekommt er seine Kaution wieder. Der Käufer aber, der das Fahrzeug eventuell kaufen möchte, muss entweder ein Rentner sein, ein Student oder ein Angestellter hier in der Türkei. Aber das Krasse ist, wenn du diesen Wagen haben willst, der Wagen, der 13 Jahre jetzt mittlerweile alt ist, ist auch anscheinend im Preis gestiegen, weil die Kaution, den Deposit, den jetzt der neue Käufer hinterlegen muss, ist nicht mehr 5.000 Dollar, sondern bei über 9.000 Dollar. Und das ist krass. Das bedeutet, du musst ja den Fahrzeug, das Auto abkaufen von demjenigen plus das Deposit hinterlegen, damit dir dieses deutsche Fahrzeug türkisch bleibt. Also bist du bei einer A-Klasse von 2011, 13 Jahre alt, über 100.000 Kilometer gelaufen, bei mindestens 9.000 Dollar Kaution plus den Wert des Wagens, den der in Deutschland hat. Also kannst du locker mit 13.000, 14.000 wahrscheinlich rechnen. Für eine alte A-Klasse. Ist heftig, oder? Was sagst du denn dazu? Schreib das gerne mal rein. Du darfst sowieso immer wieder gerne reinschreiben, wenn du möchtest. Und bin sehr gespannt, was du dazu sagst. Wenn dir das Video gefallen hat, kannst du auch gerne den Daumen nach oben da lassen, kommentieren, teilen und natürlich auch den Kanal weiter abonnieren. Und ich freue mich auf jeden Fall, wenn ich dir damit auch ein bisschen weiterhelfen konnte. Dementsprechend bin ich jetzt am Ende des Videos angekommen und freue mich auf das nächste schon. Dementsprechend, bleib gesund und munter. Beste Grüße aus Alanya, euer Markus.